Ich begrüße euch ganz herzlich zu diesem Gottesdienst. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und diesen Gottesdienst verfolgen werdet, wollt. Heute wieder mal die digitale Variante, ganz einfach den Corona-Bestimmungen geschuldet. Nichtsdestotrotz wollen wir zusammen Gottesdienst feiern und ich wünsche mir für mich, für euch alle, dass wir eine Zeit haben, in der wir Gott begegnen und in der wir nicht nur ein Programm laufen lassen, sondern Gottesdienst feiern und Gott begegnen und ihm die Ehre geben mit allen Dingen, die da zugehören. Ganz besonders würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr mit anderen zusammen heute diese Zeit verbringt, diesen Gottesdienst erlebt, mit Gott im Gespräch seid. Und genau das wollen wir zu Beginn machen, dass ich für die Zeit beten möchte und im Anschluss dürfen Sie gern mit Gott reden, ihm das nochmal sagen, was war in der vergangenen Woche los, was bedrückt Sie, was war gut in der vergangenen Woche und dass Sie das Gott einfach nochmal sagen. Lass uns zusammen beten. Vater, ich danke dir ganz sehr, dass du ein guter Gott bist und dass du ein Geber guter Gaben bist und dass deine Gedanken über unserem Leben wunderbar sind. Und ich danke dir, dass wir die Zeit jetzt haben, mit dir zusammen, in Gemeinschaft oder alleine. Bitte dich, dass wir dir begegnen, in deiner Größe, in deiner Macht und dass du selber uns ermutigst, jetzt in dieser Zeit. Ich danke dir für deine Gnade, für deine Gegenwart, für jeden Einzelnen, egal wo er ist. Amen. Und ich bitte euch jetzt, dass ihr euch die Zeit nehmt, mit Gott zu reden. Ja, wir wollen wieder vor dich kommen, Vater, und wollen dir Loblieder singen und wollen dir unser Herz hinlegen und uns sagen, dass wir dich brauchen, dass wir dich suchen wollen, dass wir auch abhängig sind davon, dass du zu uns sprichst. Es ist jede Woche neu und es ist immer wieder gleich. Wir brauchen dich, wir kommen alleine nicht zurecht. Ich will dich kennen, Herr, dich erkennen. Dir will ich stehen, Herr, gekleidet in Wahrheit vor dir. So schaue ich auf zu dir. Ich will sehen, ich vertraue dir, mein Leben ist in dir, ich will dich kennen, ich will dich lieben, ich will dich kennen. Ich will dich kennen,
uns in Wahrheit vor dir. So schaue ich auf zu dir. Ich will dich sehen. Hey, ich vertraue dir. Mein Leben ist in dir. Ich will dich kennen. Ich will dich lieben. Ich will dich kennen. Wer kann genug dich preisen? Wer tief genug sich beugen vor dir? Wessen Hand ist vor dir rein? Himmlische Majestät, alles was groß ist und zählt, wird vor dir bedeutungslos und klein. Und ich lege meine Krone, ich lege meinen Tag, lege meine Träume und alles, was ich hab, vor die Füße Jesu, vor die Füße Jesu. Wer kann dein Kreuz sich beugen wie du? Wer erkennt, was du getan? Maßlosen Reichtum und Würde legtest du ab zur Erde, kamst du als Knecht und wurdest arm. Und ich lege meine Krone, ich lege meinen Tag, lege meine Träume, alles was ich hab, vor die Füße Jesu, vor die Füße Jesu. Und ich lege meine Krone, ich lege meinen Tag, lege meine Träume und alles was ich hab, vor die Füße Jesu, vor die das Lamm auf dem Thron. Würdig ist das Lamm. Würdig ist das Lamm auf dem Thron. Würdig ist das Lamm. Würdig ist das Lamm auf dem Thron. Würdig ist das Lamm. Das Lamm, würdig ist das Lamm auf dem Thron.
das Lamm, würdig ist das Lamm auf dem Thron. Tag und Nacht unaufhörlich bist du würdig, allen Lobes. Tag und Nacht unaufhörlich bist du würdig, allen Lobes. Tag und Nacht unaufhörlich bist du würdig, allen Lobes. Tag und Nacht unaufhörlich bist du würdig, allen Lobes. Und ich lege meine Krone, ich lege meinen Tag, lege meine Träume und alles, was ich hab, vor die Füße Jesu, vor die Füße Jesu. Vater, dass du hier bist, dass wir das spüren, dass du uns berührst, dass du uns nahe bist. Dass du sanft bist, aber dass du auch kraftvoll und stark bist und dass wir das wissen dürfen, dass du all unsere Gefühle mitfühlst, mitdenkst, unsere Gedanken.
alle Zweifel kennst, alle Herausforderungen kennst, dass wir uns mit all dem an dich wenden dürfen. Danke dafür, Vater. Danke. Groß bist du, Herr, allmächtig und stark, niemand kommt gegen dich an. Groß bist du, Herr, barmherzig und gut, du nimmst den Elenden an. Groß bist du, Herr, allmächtig und stark, niemand kommt gegen dich an. Groß bist du, Herr, barmherzig und gut, du nimmst den Elenden an. Sei die Ehre, nur dir allein. Herr der Himmelsheere, nimm die Herrschaft ein. Groß bist du, Herr, allmächtig und stark, niemand kommt gegen dich an. Groß bist du, Herr, barmherzig und gut, du nimmst den Elenden an. Groß bist du, Herr, allmächtig und stark, niemand kommt gegen dich an. Niemand, niemand. Groß bist du, Herr, barmherzig und gut, du nimmst den Elenden an. Du bist der Herr, der mein Haupt erhebt. Du bist die Kraft, die mein Herz belebt. Du bist die Stimme, die mich ruft. Du gibst mir Rückenwind. Du bist der Herr, der mein Haupt erhebt. Du bist die Kraft, die mein Herz belebt. Du bist die Stimme, die mich ruft. Du gibst mir Rückenwind. Du flößt mir Vertrauen ein, treibst meine Ängste aus. Du glaubst an mich, traust mir was zu und forderst mich heraus. Deine Liebe ist ein Wasserfall auf meinem Wüstensand. Und wenn ich mir nicht sicher bin, Stimme, die mich ruft, du gibst mir Rückenwind.
Du bist der Herr, der mein Haupt erhebt. Du bist die Kraft, die mein Herz belebt. Du bist die Stimme, die mich ruft. Du gibst mir Bei mir steht jetzt Emanuela Otto. Schön, dass du heute da bist. Danke. Ich kenne dich ja noch, da war ich deutlich kleiner. Seitdem sind viele Jahre vergangen und wir haben vieles mehr oder weniger direkt miteinander erlebt. Kannst du ganz kurz sagen, was du seitdem gemacht hast und was du heute machst? Also mit meinem Mann arbeite ich seit 30 Jahren unter Kindern und Teenies. Wir arbeiten jetzt im Projekt Licht auf dem Berg in Annaberg. Und genau, wir haben uns schon immer um Kinder gekümmert, um solche wie in Gerhard, als sie noch kleiner waren. Und dann um Teenies. In allen Ferien von Sachsen machen wir Rüstzeitangebote in Annaberg oder auch an anderen Orten. Und das machen wir schon all die Jahre. Und all my dog, würde man im Erzgebirge sagen. Und einige von Chemnitz Luther, die sind auch bei uns gewesen als Teenies. Zum Beispiel Jens und Annette, eure Pfarrersleute, die waren bei uns Teenies der ersten Stunde. Und der Gerhard und seine Geschwister und die Susan Kurt und die Doro Löschner waren alle mal bei uns. Ach, Doro Müller heißt die jetzt. Müller heißt die jetzt. Damals hieß sie Löschner, war auch bei uns. Und also Chemnitz Luther hat ganz schön abgestaubt von uns. Das ist richtig. Wir sind ganz gespannt, oder ich bin jetzt ganz gespannt, was du uns heute erzählst und was Gott uns durch dich sagen möchte. Sei gesegnet Dankeschön. Für diese Zeit. Dankeschön. Ja, heute geht es um Worte. Wir alle reden mehr oder weniger viel. Ich eher viel, andere vielleicht eher wenig. Ich war letztens beim Bäcker, war sehr lustig. Zwei Arbeiter vor mir. Der eine, ich hätte gern einen Cappuccino und so ein belegtes Brötchen, bekommt seine Sachen. Der zweite steht da und guckt. Und die Verkäuferin sagt, wollen Sie auch was trinken? Ja. Ein Kaffee? Ja. Einen großen? Ja. Mit Milch? Ja. Da hat erst mal der ganze Laden gelacht. Er war ein Mann von weniger Worten. Worte haben Macht aufzubauen und Worte haben Macht zu zerstören. Beides ist möglich. Es gibt ja so dieses Sprichwort, Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Auch das stimmt nicht unbedingt. In manchen Situationen bestimmt, aber nicht generell. Ich habe so gedacht, ein Liebespaar, wenn die sich so kennenlernen und dann treffen sie sich wieder und sagen sie, oh Schatz, wie habe ich mich auf dich gefreut, es ist so schön, dich endlich wiederzusehen. Und der andere erwidert das genauso. Dann ist man verheiratet, dann kommt der Alltag, dann kommt Ärger,
dann kommen Vorwürfe. Warum musst du denn immer so und so? Und der andere sagt, ja, du machst auch das und das. Und dann bleiben wir dem anderen liebe Worte schuldig. Und wenn wir nicht lernen, einander um Vergebung zu bitten, da wird die Beziehung durch Worte zerstört. Mein erster Punkt ist eigentlich, dein Reden verrät dich. In Matthäus 12, Vers 34, da sagt die Bibel, wovon das Herz voll ist, davon geht der Mund über. Die Hoffnung für alle sagt das so, wovon das Herz erfüllt ist, das spricht der Mund aus. Man kann sich nicht verstecken. Nichts deckt den Menschen so sehr auf wie sein Reden. Und wenn du jemanden im Normalleben hörst, dann weißt du, wer er ist, was in ihm lebt. Über das Reden kommt man immer in Berührung mit der wirklichen Person. Von manchen Leuten hält man sich oft unbewusst fern, weil so viel Negatives von ihnen ausgeht. Und wenn man die trifft, da weiß man schon, es gibt Klatsch und Tratsch und dann weiß man manchmal nicht, was man dazu sagen soll. Lästern und Verurteilung anderer hat auch immer was mit mir zu tun, mit meinem Herzen. Nicht zuerst mit dem, was ich erlebe. Ist mir ein Beispiel von früher eingefallen. Meine Freundin, meine beste Freundin und ich, in den 70er Jahren waren Schüttelfrisuren modern. So halblang und dann konnte man sich immer so zurechtschütteln. Und dann wurde das so modern, sich die Haare wieder lang wachsen zu lassen, wie das heute genauso ist. Dann waren Zöpfe in und sie ließ sich die Haare lang wachsen. Ich war noch mal beim Friseur gewesen und dann treffen wir uns wieder irgendwann und sie hat sich versucht, ihren ersten Zopf zu machen. Hinten zusammen und mit Klemmen noch angesteckt, alle Haare, die rausrutschen wollten. Und es sah schon noch nicht so perfekt aus, aber in meinem Herzen war Neid. Oh, ihre Haare sind schon länger als meine. Und nicht etwa, weil ich ihr einen Gefallen tun wollte, habe ich gesagt, also wie du heute aussiehst, das sieht nicht so besonders aus. Und sie, na denkst du etwa, du siehst besser aus. Und schon war der schönste Streit im Gange. Dann sind wir auseinandergelaufen im Streit und dann habe ich oben in meinem Zimmer gesessen, ich soll den Aufsatz schreiben, habe an meinem Stift gekaut und sie ist auch nicht zur Ruhe gekommen. Und was wir früher immer gemacht haben, war, wir haben uns Briefchen geschrieben. Haben uns einen Brief geschrieben, ach bitte verzeih mir, das war blöd, was ich gesagt habe, es tut mir leid. Und dann haben wir uns das gegenseitig in den Briefkasten gesteckt und dann war die Welt wieder in Ordnung. Dann konnten wir uns wieder gut begegnen. Wenn man die Sachen nicht ausräumt, dann bleibt da so ein bitterer Nachgeschmack und man ist sich nicht mehr so ganz grün. Da ist das nicht mehr in Ordnung. Aber wenn man wieder um Entschuldigung bitten kann, um Vergebung, da kann man Sachen wieder ausräumen. Undankbarkeit, Jammern, Klagen und Nörgeln, das hat zuerst mit mir zu tun, mit meiner Herzenshaltung. Nicht mit dem, was abläuft. Darum reagieren Menschen auch sehr unterschiedlich, obwohl sie vielleicht sogar Ähnliches erleben. Durch das Reden erfahren wir etwas über den Charakter eines Menschen. Jesus gebraucht hier in Matthäus 12, Vers 34 und folgende, da gebraucht er starke Worte gegenüber den Pharisäern. Da sagt er, ihr Schlangenbrut, boah, der liebe Herr Jesus, der sagt, ihr Schlangenbrut, wie könnt ihr Gutes reden, die ihr böse seid? Wovon das Herz voll ist, davon geht der Mund über. Er sagt das, obwohl das doch alles scheinbar fromme Leute waren. Durch die Art des Redens erfahren wir etwas von dem geistlichen Zustand eines Menschen. Selbst dann, wenn er fromm redet. Manchmal ist das richtig unangenehm, wenn mancher so fromm redet. Man merkt, das ist gar nicht in seinem Herzen, das ist irgendwas, was er sich angelernt hat. Das ist noch gar nicht sein eigenes. Wir erfahren intuitiv auch, was wirklich in einem Herzen ist. Matthäus 12, Vers 36, als ich das erste Mal las, ich war 16, als ich zu Jesus gefunden habe und ihm mein Leben gegeben habe, dann habe ich angefangen, Bibel zu lesen. Und dann las ich, da sagt Jesus zu den Leuten, die ihm zuhören, ich sage euch aber, dass die Menschen Rechenschaft geben müssen am Tag des Gerichts von jedem nichtsnutzigen Wort, das sie geredet haben.
Ich habe gedacht, Hilfe! Ich weiß genau, wie viel Blödsinn ich manchmal rede. Was? Ich muss Rechenschaft abgeben von jedem nichtsnutzigen Wort, was ich geredet habe. Ach du meine Güte. Vers 37 steht dann, aus deinen Worten wirst du gerechtfertigt werden und aus deinen Worten wirst du verdammt werden. Krass! Jesus, wie soll ich reden? Da bin ich wirklich erschrocken, eben weil ich oft und viel rede. Und ich habe gemerkt, mit der Zeit, nicht alles, was ich sage, ist gut. Manches sollte ich wirklich nicht sagen. Ich brauche eine Veränderung in meinem Herzen. Es geht eigentlich um mein Herz. Da muss mehr Jesus rein und das andere muss raus. Ich bin in einer Gaststätte aufgewachsen und was ich da alles gehört habe, auch an Witzen. Na, wie ist denn das jetzt? Darf man nicht mal mehr Witze machen? Doch, man darf Witze machen. Es kommt immer darauf an, was für Witze. Ob die unter der Gürtellinie sind oder nicht. Ob die Menschen schlecht machen und verletzen oder nicht. Ich erzähle euch einen lustigen Witz. Also den fand ich cool. Als ich in Israel war, hat ihn uns einer erzählt im Gartengrab. Hat er uns so angeguckt. Wir waren voriges Jahr mit unserem hauptamtlichen Team dort. Und hat so gemerkt, wir sind alle ganz lustig drauf. Und dann hat er gesagt, da darf man bei euch einen Witz machen. Ja, haben wir gesagt. Hat er gesagt, also stellt euch vor, der Karfreitag, der echte Karfreitag, als Jesus gestorben war. Und Josef von Arimathea, der hat ja Jesus sein Grab zur Verfügung gestellt und Nikodemus und Josef von Arimathea haben Jesus dann in das Grab gelegt. Josef von Arimathea kommt nach Hause. Seine Frau kommt ihm aufgeregt entgegen und sagt, Josef, Josef, stell dir vor, sie haben einen Toten in unser Grab gelegt. Sagt Josef, reg dich nicht auf, mach dir keine Gedanken, er bleibt nur übers Wochenende. Schade, dass ihr euch jetzt nicht lachen höre. Ich hoffe, dass ihr es alle verstanden habt. Ja, also wir dürfen Witze machen, das ist gar keine Frage. Gott ist der Erfinder vom Humor. Das war Gott, das war nicht der Teufel. Aber es ist immer die Frage, was in unserem Herzen ist. Und das wird rauskommen. Es gilt auch das Umgekehrte. Der zweite Punkt ist, dein Reden prägt dich. Das, was ich sage, das hat Rückwirkungen auf mein eigenes Herz. In Jakobus 3, Vers 2 steht, wir alle machen Fehler auf vielfältige Weise. Wer sich aber mit Worten nicht verfehlt, der ist ein vollkommener Mann und kann auch den ganzen Leib im Zaum halten. Die Hoffnung für alle sagt das so. Wem es aber gelingt, nie ein verkehrtes Wort zu sagen, den kann man als vollkommen bezeichnen. Denn wer seine Zunge im Zaum hält, der kann auch seinen ganzen Körper beherrschen. Das ist spannend. Darüber könnte man noch viel sagen. Also Selbstbeherrschung hat auch was mit meinem Reden zu tun, was Entscheidendes sogar. Und auch im säkularen Bereich hat man das längst entdeckt, die Macht der Worte. Ihr habt sicher mal schon mal von Autosuggestion gehört. Rede positiv und nicht negativ. Sage immer dasselbe, dann wirst du das auch. Zum Beispiel, ich kann das, ich schaffe das. Also wer das mal probiert, wenn man sich so selber ermutigen will, das ist schon gar nicht so einfach. Eigentlich braucht man das, dass das einem von außen gesagt wird. Kleiner Tipp an alle Eltern, sagt das euren Kindern. Autosuggestion sagt auch, sprich keine Flüche über dir aus. Ich bin ein Versager, ich bin das Letzte. Und das ist wahr. Sprich das nicht über dich aus. Es ist richtig erkannt, dass, wie wir reden und die Wirkung des Redens auf mein Leben in einem ganz engen Zusammenhang stehen. Wenn man zum Beispiel lügt, dann registriert man das zunächst als ganz normaler Mensch und als Kind Gottes sowieso. Ich habe gelogen. Das war nicht ganz die Wahrheit. Oder ich habe übertrieben. Wenn ich aber bei der Lüge bleibe und dieselbe Lüge immer wieder vor anderen wiederhole, dann verwischt sich das. Und ich weiß bald nicht mehr, was wirklich wahr ist. Und am Ende denke ich, die Lüge, die ich in die Welt gesetzt habe, das ist die Wahrheit. Das ist der Vorgang bei vielen Menschen, die Lüge als Wahrheit ausgeben. Weil sie es immer wieder trainiert haben. Alles, was wir trainieren, können wir. Worte sind nicht nur Schall und Rauch, sondern haben das Potenzial zu töten und lebendig zu machen. Das sagt die Bibel in Sprüche 18, Vers 21. Tod und Leben stehen in der Gewalt der Zunge. Meine Worte haben Macht zu töten und lebendig zu machen. Mich selbst und andere. In Matthäus 5, Vers 22 sagt Jesus,
Ich aber sage euch, wer mit seinem Bruder zürnt, der ist des Gerichts schuldig. Wer aber zu seinem Bruder sagt, du Nichtsnutz, du bist ja nichts wert, der ist des Hohen Rats schuldig. Wer aber sagt, du Narr, also so, du Spinner, du hast ja, ich sag lieber nicht weiter, der ist des höllischen Feuers schuldig. Boah, so sieht Jesus das. Und wie oft haben wir das vielleicht schon selber zu anderen gesagt oder gedacht? Es geht hier nur um Worte, aber sie haben eine enorme Auswirkung. In der Bergpredigt wird das negative Reden über den Bruder mit dem fünften Gebot, du sollst nicht töten, in Verbindung gebracht. Jesus hat die Gebote ja alle noch mehr verschärft. Und ihr habt das vielleicht auch schon selber gehört, das Wort Rufmord. Es wird durch Worte etwas in die Welt gesetzt, das den anderen schwer trifft. Eine Freundin von mir, die ist mal in Leipzig in der Schule vorbeigegangen und da stand am Zaun ein Jugendlicher und der ganze Schulhof rundherum, ein bisschen Halbkreis gelassen und alle rundherum und haben gemacht, Angeber, Angeber, im Sprechchor. War das ein Angeber? Wahrscheinlich. Sonst hätten nicht alle mitgemacht. Aber das, was die anderen gemacht haben, das war noch schlimmer. Das war wie Tötung. Könnt ihr euch vorstellen, am nächsten Tag wieder in diese Schule zu gehen? Das ist Sünde. Und das ist nicht nur irgendwas. Worte können so verletzend sein, dass sie andere in den Tod treiben. Eine Ohrfeige schmerzt nicht so sehr wie Worte. Ich will nur deutlich machen, welches Potenzial Worte haben. Ich denke, es gibt viele unter uns, die haben noch Worte im Ohr, die andere ihnen mal gesagt haben. Vielleicht haben die anderen das sogar nur daher gesagt und nicht mal, denen ist das gar nicht mehr bewusst. Aber du weißt es noch ganz genau. Da muss was passieren. Rede mit Gott drüber. Das kann wie ein Fluch in deinem Leben sein. Und der muss raus. Sonst belastet dich das dein Leben lang. Aber auch im Positiven ist das so. Und das ist das Gute. Das gilt für positive Worte genauso. Wie gut tun uns Lob und Anerkennung, wenn es ehrlich gemeint ist. Ich meine jetzt nicht, dass man jemanden so Honig ums Maul schmiert, wie man so schön sagt, sondern ehrlich gemeintes Lob, dass man nicht nur was denkt, oh, das hat er aber gut gemacht, und sagt es ihm nie. Wieder ein Tipp an die Eltern, sagt bitte euren Kindern, wenn die was gut machen. Und ein freundliches Wort, das kann richtig Wunder wirken, auch für eine Beziehung. Ich musste da so an meinen Vati denken, der war Gastwirt, hatte ich ja schon so erwähnt am Anfang, dass meine Eltern eine Gaststätte hatten. Und ein kleines Mädchen, die ist immer zu ihm Limonade holen gekommen. Die hat so 200 Meter von uns weggewohnt. Und einen Tag war die schon, 3 Flaschen Limonade holen. Und am nächsten Tag sagt sie zu ihrer Mutti, ich will wieder zu Herrn Welker gehen und Limonade holen. Sagt die Mutti, warum denn? Du warst doch erst gestern. Naja, der Herr Welker, der sagt immer, meine Gute zu mir. Und das hat ihr gut getan. Mein Vati, der hat Kinder sehr gemocht. Und immer wenn die kamen, hat er ihr über den Kopf gestrichen, hat gesagt, na meine Gute, was willst du denn? Und einfach diese kleine Geste hat ihr gut getan. Sprüche 15, Vers 1 sagt, eine linde Antwort stillt den Zorn, aber ein hartes Wort erregt Grimm. Wir bleiben mal bei dem ersten Teil. Eine linde Antwort stillt den Zorn, eine sanftmütige Antwort. Wenn man auf was, wenn jemand ganz aufgeregt ist, dann ganz einfach und nett darauf reagiert. Mein Mann kann das super. Und wenn ich mal aufgeregt bin, dann bringt er mich durch sowas ganz schnell runter. Und wenn schon jemand so ankommt, dann sollte man nicht noch Öl ins Feuer gießen. Dann kann man jemand durch eine linde Antwort, durch eine freundliche Antwort schnell runterholen. Auch ein tröstendes Wort, das bewirkt etwas. Ja, wenn meine Mutti mich trösten musste, dann hat sie mir oftmals ein Lied gesungen. Die hat mich hochgenommen und ich weiß heute noch das Lied, was sie gesungen hat. Und das hat mich getröstet. Das hat mir gut getan. Ihre Zuwendung und dass sie mich ernst genommen hat. Und da war es schnell wieder gut. In Sprüche 15, Vers 23, da steht, wie wohl tut ein Wort zur richtigen Zeit. Wie gut tut es uns.
An Worten, da hängt Fluch und Segen. Auch Fluch sind nur Worte. Wir haben einen Bekannten, ich nenne ihn mal Josef Müller. Ich hoffe, dass es so jemanden in eurer Gemeinde nicht gibt. Und der hat sehr viele Geschwister gehabt, war einer der Letzten. Und als er in die erste Klasse kam, da waren schon viele Geschwister von ihm vorher dabei gewesen. Und dann musste er seine Hausaufgaben machen, Buchstaben schreiben, und zu Hause malte er die Buchstaben ganz fein, sauber und ordentlich in sein Heft. Und am nächsten Tag kam er in die Schule und zeigte seine Hausaufgaben der Lehrerin. Und die Lehrerin sagt: Das hast du doch nicht selber gemacht, das hat doch deine Schwester geschrieben. Und er: Nein, das war ich selber. Ein Müller lügt, wenn er den Mund aufmacht. Und damit war die Schule für ihn gestorben. Vielleicht war die Lehrerin wirklich belogen worden von anderen. Aber das gibt ihr kein Recht, ein Kind einfach abzuurteilen. Ja, für unseren Bekannten da, den Josef, da war die Schule von dem Tag an gestorben. Der hat sich nie wieder Mühe gegeben und ist ein schlechter Schüler geworden. Es hat alle Motivation ihm geraubt. Wir haben eine große Verantwortung, was wir sagen, wie wir auf andere reagieren. Vielleicht hast du auch schon mal Worte gesagt, wo anderen der Mut entfiel. Vielleicht musst du dich entschuldigen. In Jakobus 1, Vers 19 und 20 steht: Sei schnell zum Hören, langsam zum Reden und langsam zum Zorn. Das ist eine gute Anweisung. Wir haben ja auch zwei Ohren bekommen und nur einen Mund. Und trotzdem redet mein Mund manchmal schneller, als mir lieb ist. Muss man trainieren, lieber mal zu schweigen. Und dann soll langsam zum Zorn sein. Vielleicht musst du Gott darum bitten: Gott, gib mir, dass ich langsam zum Zorn bin. Und ich musste lernen, wenn ich gemerkt habe, boah, jetzt rege ich mich auf, nicht zu reden, erst mal rausgehen. Jemand anders hat mal gesagt: Bete erst ein Vater unser, damit du runterkommst. Rede nicht im Zorn. Meistens ist es nicht gut, was man im Zorn sagt. Wie viel Fluch ist in unserem Leben, nur weil etwas über uns ausgesprochen wurde? Und wir glauben diese Worte. Und sie werden zur Last, die auf unser Leben drückt. Und das bindet mich. Das ist wie ein Fluch, und von diesem Fluch muss man regelrecht gelöst werden im Namen Jesu. Und dann muss man eigentlich demjenigen, der es ausgesprochen hat, auch vergeben, damit es wirklich wegkommt aus meinem Leben. Und manchmal ist das nicht so einfach. Da musst du dir vielleicht Hilfe holen von einem Seelsorger. Bete mit jemandem drüber. Über dem, was dich wirklich niedergedrückt hat. Wo du was geglaubt hast, was keine Wahrheit ist. Das Blut Jesu, das nimmt den Fluch hinweg und ich wäre frei. Segen sind auch nur Worte, wenn man so will. Segensworte empfangen. Segnen, das heißt Gutes reden. Im Hebräischen und im Griechischen hat in beiden Sprachen dieselbe Bedeutung. Gutes reden. Und dann noch in Gottes Namen Gutes aussprechen, das ist wunderbar. In der jüdischen Schabbatfeier, da hat der Hausvater viele Aufgaben. Der muss bestimmte Dinge also jede Woche wiederholen. Und er sagt zum Beispiel zu jedem seiner Kinder jede Woche: Du sollst leben. Wie wunderbar. Und ich habe dann ein Zeugnis mal von so einem jüdischen Jungen gehört, also es ist jetzt schon ein alter Mann. Und der hat gesagt, der ist dann geflohen, und seine ganze Familie ist umgekommen im Lager, im Konzentrationslager. Und immer wenn er in Gefahr war, dann hörte er diese Worte von seinem Vater: Du sollst leben. Und seine Mutter hat es ihm, glaube ich, auch nochmal gesagt, als sie ihn wegschickte: Du sollst leben. Und das hat er immer wieder gehört. Und diese Worte: Du sollst leben, die haben ihn immer wieder motiviert. Das ist gut, ja, du sollst leben und es soll was Gutes aus deinem Leben werden. Mich hat damals ganz sehr beeindruckt, als ich das erste Mal so eine jüdische Schabbatfeier mitgemacht habe, dass der Hausvater kam, der nahm Brot, tunkte das in Salz hinein, so wird das gemacht, das ist der sogenannte Salzbund, gibt es demjenigen und sagt: Der Herr hat sich festgelegt, dein Versorger zu sein.
Das hat mich so getroffen. Gott hat sich festgelegt, Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, der Höchste, der hat sich festgelegt, mein Versorger zu sein. Das ist ja genial. Das hat so einen Glauben in mir geweckt. Einfach wunderbar. Das darfst du glauben. Dem darfst du glauben. Und egal, was in dein Leben reingesprochen wurde, Gott will, dass du lebst. Und Gott selber will dich versorgen. Das sagt er dir. Ebenso sagt der Hausvater in der jüdischen Schabbatfeier zu seiner Frau an jedem Schabbat, du bist die beste Frau von allen. Und ein Busfahrer, der so uns in Israel rumfuhr, der hat dann zu unserer Reiseleiterin gesagt, glaubst du, Grete, wenn du das an jedem Schabbat sagst, am Ende glaubst du es selbst. Wunderbar, genau soll es sein. Jeder Mann soll glauben, du bist die beste Frau von allen. Du bist das Beste, was mir passieren konnte. Mein Mann sagt mir das eigentlich sogar jeden Tag. Und da bin ich begeistert davon. Und das motiviert mich, ihm genauso Liebes zu sagen. Hey, lasst uns aufmachen und einander Liebes sagen. An jedem Tag. Mindestens aber einmal in der Woche. So was Gutes. Ja. Und ich denke, durch so, wenn wir uns Gutes sagen, da wächst die Liebe. Wenn wir uns Negatives sagen, das zerstört Beziehungen, das zerstört auch die Liebe. Und darum möchte ich euch Mut machen, eigentlich, dass ihr euch heute alle noch was Gutes sagt. Überlegt mal, was ihr an euren Mitbewohnern oder an denen, die ihr heute eingeladen habt, was ihr da gut findet. Und sagt es ihnen. Nicht nur denken, sondern sagen. Macht das einfach mal. Und ihr werdet merken, alle fangen an, sich zu freuen. Weil wir brauchen das, Gutes zu hören. Und Gott sagt so viele gute Worte in seinem Wort zu uns, die sogenannten Verheißungen. Und ich mache euch Mut, lest in seinem Wort und streicht auch euch alle Verheißungen an, die Gott über euch sagt. Zum Beispiel, er freut sich über euch und ist über euch fröhlich mit Jauchzen. Das gilt für jeden Menschen. Gott liebt uns und freut sich an uns. Und das sollst du wissen und da darfst du dich heute den ganzen Tag über dran freuen. Und selbst wenn du mal daneben haust, Gott freut sich über dich. Amen. Jetzt habe ich noch ein paar Fragen für euch. Wenn ihr miteinander ins Gespräch kommen wollt, dann dürft ihr dann auf die Pausentaste drücken. Und meine erste Frage wäre, dass ihr auch mal für euch selber überlegt, wo haben dich Worte anderer verletzt, die du heute noch weißt? Wem müsstest du eigentlich vergeben? Brauchst du Gottes Hilfe dazu? Dann kannst du ihm das sagen. Zweitens, ist dir bewusst, dass du manchmal oder auch öfter Menschen mit deinen Worten verletzt? Wen müsstest du um Vergebung bitten? Deinen Ehepartner? Deine Kinder? Oder deine Eltern? Oder Freunde? Drittens, müsstest du einmal Gott ausführlich um Vergebung bitten, weil du schlecht über andere hinter ihrem Rücken geredet hast? Oder weil du gelogen und übertrieben hast in deinen Erzählungen? Oder weil du geholfen hast, Gerüchte zu verbreiten? Oder viertens, weil du viel gemeckert hast, statt zu beten für Personen und Umstände? Wir haben das Gute, dass wir nicht meckern müssen, sondern wir dürfen für alles, was uns schwer ist, beten. Und das dürfen wir trainieren. Gott hört uns und Gott hört euch. Wir wollen jetzt gemeinsam, auch mit euch zusammen, beten. Jesus, ich danke dir so sehr, dass du ein guter und gnädiger Gott bist und dass deine Gedanken über uns so gut und groß und mächtig sind. Danke, dass du uns auch nicht verurteilst, wenn wir mit unseren Gedanken, mit unseren Worten den anderen verletzen, sondern dass du bereit bist zu vergeben. Und ich bete, dass jeder von uns sich ansprechen lassen kann von dem, was Manuela eben erzählt hat. Dass wir uns selber reflektieren können
Und dass wir schauen, wo haben wir andere verletzt, wo sind wir auch selber verletzt in dem, was wir gehört und erlebt haben. Ich bete, dass wir ja, deine Worte an unser Herz ranlassen. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du das hochbringst, was an die Oberfläche muss, was vielleicht im Inneren gärt. Und ich bitte dich, dass du auch wieder ins Gedächtnis bringst, wo man vielleicht selber verletzt hat, die anderen. Ich bitte dich, dass du Beziehungen wiederherstellst, weil du bist ein Gott, der will Beziehung. Und Beziehungen können wiederhergestellt werden. Darum gibt es Vergebung und das ist was Wunderbares. Und ich bitte dich, dass du Wunder tust unter uns. Dass du Beziehungen wieder heil machst, dass du Beziehungen wiederherstellst. Herr, bitte wirke unter uns. Und ich danke dir, dass du das hörst, was wir jetzt auch gesagt haben. Ich danke dir, dass du rum die Gedanken weißt, die in unseren Köpfen sind. Ich danke dir, dass du vergibst, Herr. Und dass du am Kreuz gestorben bist für alles, was in unserem Leben nicht gut läuft, was falsch gelaufen ist. Danke, Jesus, dass das gilt für uns, dass deine Gnade da ist, Herr. Dass deine Gnade für uns gilt, Herr. Jesus, du kennst auch diese Zeit, in der wir gerade leben. Danke dir, dass dir nichts entkleidet. Und dass du ja, über diese Zeit siehst und jeden Einzelnen siehst, Herr. Und ich bete, dass wir ermutigt werden auch in dieser Zeit und dass wir uns gegenseitig ermutigen können und stärken können, dort wo es notwendig ist. Und ich bete, dass wir uns nicht irre machen lassen von dem, was um uns herum passiert, wo Mächte und Medien auf uns einströmen, die uns leiten wollen. Aber ich bete, dass du selber der bist, der uns leitet und führt in allen Dingen, Herr. Und so wollen wir auch zusammen auch das Gebet beten, was du selber uns gelehrt hast. Lass uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wer das Bedürfnis hat, das nochmal mit jemandem zusammen zu machen, nochmal zusammen zu überlegen, wo sind Verletzungen in meinem Leben, wo haben Worte Schaden angerichtet im eigenen Leben oder vielleicht auch im Leben von anderen, der hat die Möglichkeit, unseren Seelsorgedienst zu kontaktieren. Die Daten dazu werden jetzt angezeigt und stehen auch in der Videobeschreibung. Seid ermutigt, das zu nutzen. Ich möchte noch folgende Dinge bekannt geben, die uns für heute und auch für die nächste Zeit wichtig sind. Zum einen wollen wir heute im Gottesdienst nicht nur hier live oder in der Aufzeichnung, sondern auch in der Kirche Kollekte einsammeln, die soll diesen Sonntag für unsere eigene Gemeinde sein. Ihr könnt das online machen über spende.luther-chemnitz.de oder ihr scannt den angezeigten QR-Code ein. Material zur Predigt wird es auch dieses Mal wieder geben. Über das Material zur Predigt tiefer bohren auf material.luther-chemnitz.de. Auch dort stehen nochmal sämtliche Informationen zu unserer Gemeinde drauf. Dieses Jahr findet auch wieder der Gemeindebibeltag statt, dieses Jahr nur als Online-Variante. Wir haben uns dazu entschlossen, am 1.11. und am 2.11. die Übertragung in unserer Kirche mitverfolgen zu können. Genau, also wir übertragen den Sächsischen Gemeindebibeltag in unserer Kirche. Am 7.11. findet das nächste Führungskräftetraining statt, wieder um 9.30 Uhr in unserer Kirche. Der nächste Gottesdienst
Stand jetzt, wird am 1.11. um 9.30 Uhr wieder in der Kirche sein mit Abendmahl. Predigen wird die Kathleen Volkmann zum Thema Klage und Treue, Anbetung in der Krise. Auch dazu recht herzliche Einladung. Alle weiteren Infos findet ihr, wie gesagt, auf dem im Material tiefer bohren. Eine Sache habe ich noch vergessen, und zwar bis zum 15.11. können auch wieder die Weihnachtspäckchen in der Sakristei oder im Pfarramt abgegeben werden. Infos zu allen anderen Veranstaltungen findet ihr wieder im Lutherboden oder auf der Website oder, wie ich schon gesagt habe, im Material zur Predigt. Zum Schluss möchte ich euch noch gerne segnen für die neue Woche. Und ich wünsche euch, dass ihr das, was Manuela gesagt hat, was Gott euch heute neu bewusst gemacht hat, dass ihr das mit in die neue Woche nehmt. Seid ermutigt, euch gegenseitig gute Dinge zu sagen. Dinge, die von Gott herkommen, aber die auch in eurem Herzen tief drin sind. So wollen wir zusammen beten, und ich möchte euch gerne segnen. Ich danke dir, Jesus, dass du uns segnen möchtest. Und ich stelle jeden Einzelnen, der jetzt hier zuschaut, unter deinen Schutz und deinen besonderen Segen und befähige sie von hier aus, gute Dinge zu sagen, zu loben, zu ermutigen. Und so segne und behüte uns Gott, der Allmächtige und der Barmherzige, Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.